Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video direkt hier von der Ostsee. Wir sind ein paar Tage ausgestiegen sozusagen. Ein bisschen Urlaub machen ist ja nie verkehrt. Und ich nehme dich heute mit. Guten Morgen von der Ostsee. Wie auch zu Hause gehe ich jetzt erstmal mit Ulla raus. Die Kleine hat sich gestern eigentlich ganz gut akklimatisiert, aber sie hat immer gefragt so, hä, was machen wir hier? Bleiben wir hier? Was geht hier ab? Und musste nachts auch raus, weil es so unter, ja, sie war so irgendwie so unruhig und hat so gedacht so, okay, was ist jetzt hier los? Hier ist mal gar nichts los. Ich bin hier auf so einer Straße unterwegs. Hinter mir scheint die Sonne und die geht da drüben auf, weil hier ist die Ostsee. Wir sind jetzt so 10 Minuten fußläufig von der Ostsee entfernt in einem wunderschönen Ferienhaus. Ach. Und es ist ganz schön kalt heute Morgen und ganz schön viel Frühnebel. Zuerst noch mit Ulla raus und dann frühstücken wir schön. Kann ich auch kaum abwarten, weil das ist auch richtig gemütlich, finde ich, in so einem schönen Haus. Jetzt muss ich mal gucken, ob es hier überhaupt auch Feldwege gibt oder ob ich jetzt hier nur die Hauptstraße gehen kann. Das ist immer cool, wenn man sich nicht auskennt und man hier auf Hauptstraßen rumlatscht, obwohl Hauptstraßen, ne? Das ist Hauptstraße an der Ostsee auf dem Lande. Hier ist nämlich nichts. Aber hier gibt es so einen Stichweg jetzt rein. Und da werde ich jetzt mal reingehen, dann kann Ulla ein bisschen laufen. Ja, nichts mit Stichweg. Der Stichweg ist abgezäunt. Ja, mal gucken. Ulla, komm. Solange ich hier noch allein auf weiter Flur bin, geht das noch. Ah, hier kommt ein Ort. Mann, hier wohnen auch Menschen. Ah, es ist herrlich. Ich wohne ja schon am Stadtrand, aber jetzt sind wir hier mitten auf dem Lande. Ach, so wie ich es liebe. Und hier geht die Sonne auf. Richtig, richtig schön. Oh, Ostsee, ich kann es kaum erwarten. Das ist hier der Weg an die Ostsee. Immer nur geradeaus und dann direkt ans Meer. Ulla spielt jetzt hier mit dem Rasenroboter. Findet sie cool. Ulla! Sie spielt. So, Ulla, hör mal auf. Ulla! Oh nein. Ich geh mal lieber rein, weil es ist noch früh. Ulla! So, ich habe mir jetzt doch einen Kaffee hier in der Kaffeemaschine zurecht gemacht, weil der Espresso-Kocher auf dem Herd nicht geht, weil es ist ein Induktionsherd und das passt irgendwie nicht. Und jetzt lasse ich den Kaffee mal hier durchlaufen. Hm, klappt schon mal. Kaffee! So, ich habe jetzt hier meinen ersten Kaffee am Start. Richtig lecker. Oh. Und ich muss sagen, ich komme mit dem Induktionskochfeld nicht so gut zurecht. Obwohl, im Hintergrund sieht es gut aus, aber ist für mich gewöhnungsbedürftig. Aber der Kaffee schmeckt richtig gut. Ich habe mir hier so einen Bio-Kaffee gekauft. Ich glaube, der ist von Lidl, weil ein anderes Geschäft gibt es hier nicht. Dann habe ich diesen hier mitgenommen. Diesen hier, fairer Bio-Kaffee. So ganz schnöde für die Maschine. Schmeckt richtig gut, muss ich sagen.
Hatte ich vorher noch nicht. Und ich muss sagen, so ein Filterkaffee, why not? Richtig toll. Und ich zeige euch jetzt mal, wie schön das hier ist. Schaut mal. Da ist die Sonne. Hier ist mein Kaffee. Leben auf dem Lande. Ich wusste, dass es was für mich ist. Ob ich noch zurück nach Hamburg fahre, weiß ich nicht. So schön hier. Ach, Leute, richtig toll. Die Kinder spielen Monopoly. Ich habe meine Haare jetzt hier so hochgetüdelt, weil die mich immer nerven. Kennt ihr das, wenn die Haare nerven, wenn ihr Essen macht? Und hier ist Ulla. Ach, die muss ich mal füttern, ne? Ich fütter mal Ulla. Ulla, komm mal mit. Stelle ich mal kurz meinen Kaffee weg und dann kriegt die Ulla mal was zu essen. Zack. Und zack. So, ich sitze jetzt und warte auf die Familie. Ich bin einfach immer die Erste. Aber es liegt daran, dass ich irgendwie immer früh aufstehe. Wie gesagt, an das Haus könnte ich mich echt gewöhnen. Richtig toll. Ja, mal sehen, vielleicht bekomme ich meinen Mann ja noch aufs Land. Na, die Männer wissen ja, happy wife, happy life. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't kid around. But there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the... So, wir sind jetzt hier gerade am Strand, richtig schön. Hier drüben sind ganz viele kleine Kinder am Hundestrand. Ich glaube, hier ist so ein Naturkindergarten und die nutzen jetzt noch das Wetter und deswegen lasse ich sie alleine, damit sie keine Kinder jagt. Ich meine, sie jagt keine Kinder, aber trotzdem möchte ich auch nur mal sicher gehen, dass sie da in Ruhe spielen können, weil Ulla ist jetzt gerade schon eine wilde Hilde, wie ihr sehen könnt. Ulla! Ja, wir haben jetzt hier richtig Spaß. Wir sind jetzt hier eine Runde am Strand, außer meine Tochter, die reitet. Und ich reite heute nicht, aber richtig schön hier. Ne? Ulla ist richtig aus dem Häuschen und heute ist auch wunderschönes Wetter. Haben jetzt eben gerade noch mal schöne Fotos hier am Strand gemacht. Und ja, wir werden jetzt hier uns noch schön in die Sonne setzen. Mein Mann und ich haben schon gesagt, Mensch, wir müssen mal abends hierher, weil hier im Hintergrund ist der Leuchtturm. Und mein Mann macht Yoga. Ich zeige euch das mal. So sind die Männer, wenn sie frei haben, ne? Total verrückt. Richtig schön hier. Heute Morgen hatte ich gar nicht mein Frühstück gefilmt, weil ich so damit beschäftigt war, mir einen Kaffee zu machen. Ich habe heute Morgen eine Grapefruit gegessen und zwei Toast gegessen. Eins mit Marmelade und eins mit so einem veganen Frischkäse. Und ihr seht, die Ernährungsgewohnheiten sind manchmal ähnlich. Ich persönlich stehe ja eigentlich gar nicht so auf Toast, aber meine Kinder sind momentan in der Dinkeltoastphase. Und später müssen wir mal gucken, ob wir hier nochmal einen Bäcker finden. Ich hatte hier in Gelting so einen Bäcker gesehen, der hat auch leckere Törtchen, da will ich nachher mal hin und noch ein schönes Brot kaufen, weil wenn ich jetzt hier nur Toastbrot esse, ach, Ulla zieht ganz schön hier, die ist total aufgeregt, ja, die ist super aus dem Häuschen und freut sich, aber ich glaube, ich gehe morgen früh an den Strand, so zum Sonnenaufgang und dann kann sie vielleicht mal ein bisschen frei laufen, weil ich kenne das ja auch, ich hatte auch mal kleine Kinder. Meine Kinder sind ständig von großen Hunden abgeknutscht worden, angesprungen worden. Ich fand das damals ehrlich gesagt nicht so cool. Ich hatte einfach immer Angst um meine Kinder. Deswegen schaue ich einfach, dass Ulla hier an der Leine bleibt. Wir haben so eine 10-Meter-Leine. Und mal gucken, wenn der Strand dann morgen leer ist, dann lasse ich sie mal laufen. Ja, ich gehe jetzt hier nochmal ein bisschen rauf. Meine Söhne, die spielen da hinten ganz toll im Wasser. Das Wetter ist heute auch grandios.
bis zu 18 Grad soll es heute noch werden. Mir ist auch schon richtig warm, aber ich habe noch einen Pulli an. Jedenfalls genießen wir die Zeit hier richtig. Und mal sehen, was wir uns nachher zu essen machen, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und vielleicht zeige ich euch nachher auch noch mal, was wir eingekauft haben. Und ja, dann sehen wir uns später. So, wir sind jetzt gerade wieder gekommen vom Strand und es gibt einen kleinen Snack, es gibt einen Apfelsnack und für meinen Mann und mich gibt es Johannisbeersaftschorle. Für Ulla gab es jede Menge Leitungswasser, weil die hat ganz viel Salzwasser getrunken. Das ist immer nicht so toll. Naja, wir snacken jetzt hier eine Runde. So, gibt einen kleinen Snack und zwar gibt es jetzt Salatgurke mit schwarzen Oliven, richtig lecker. So, weil snacken kann man immer. Haben auch schon wieder so ein bisschen Appetit, woran das wohl liegt. Ich muss auch demnächst mal was kochen. Aber jetzt wird erstmal gesnackt. So, Mittagessen in the Sun. Ich muss mich ein bisschen beeilen, glaube ich, weil das Essen kühlt hier doch relativ doll ab. Es gibt hier wieder eine leckere Veggie-Bolognese mit etwas Parmesan. Richtig, richtig lecker. Und das werde ich mir jetzt hier schmecken lassen. Die Sonne ist jetzt gerade rausgekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sie noch scheint. Wahrscheinlich nicht mehr so lange. Deswegen werde ich auf jeden Fall jetzt mir das gut gehen lassen. So lasse ich mir das gefallen. Lecker essen. Und das ist hier noch der Rest, aber es hat irgendwie keiner Hunger außer ich. Kein Wunder. Und ja, ich esse jetzt schön, ganz gemütlich. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away. A place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what. So, ich habe mir einen kleinen Snack gemacht. Ich lasse gerade meine Haarkur einwirken. Ja, und dafür brauche ich so ungefähr 20 Minuten. Und ich habe mir gedacht, oh, Tortilla Chips. Ich habe doch tatsächlich Tortilla Chips gekauft und hier diese Nicht-Bio-Soße. Ich habe immer meine ganzen Bio-Soßen zu Hause. Aber es ist heute egal, weil Ausnahmen bestätigen die Regel. Also ich habe keine Bio-Soße bekommen. Und Bio-Chips habe ich bekommen. Aber die Soße ist bestimmt ein Cocktail von keine Ahnung. Aber heute lasse ich mir das schmecken. Darüber kann ich dann auch mal hinwegsehen. Also ich dippe jetzt mal eine Runde und lasse meine schöne Haarkur einwirken. Wer sich denn fragt, wie das aussieht, das sieht denn so aus. Also Jogginganzug natürlich, abgeschminkt und hier ist meine Haarkur drunter. Und muss ja auch mal sagen, meine Haare waren schon wieder so trocken, muss ich mal echt was gegen tun. Und da ich heute den ganzen Tag auch am Meer war und ich mit Ulla draußen war, habe ich gedacht so, ne, jetzt muss ich mal was machen. Und Haarpflege ist angesagt. Ja, man muss so ein bisschen was tun, ne? Nützt ja nichts. Ich fühle mich gerade hier relativ neblig. Schaut mal. Es könnte ein schöner Tag werden. Ich habe mich jetzt rausgeschält aus dem Bett. Ich bin schon total lange wach. Ich konnte mich aber nicht entscheiden, aufzustehen. Und jetzt habe ich das mal gemacht, weil ich dachte, ach, vielleicht gehe ich doch zum Meer. Ulla muss ja sowieso raus. Und dann kann ich ja mal zum Strand gehen. Mal gucken, wie das da aussieht. Mal sehen. Vor dem Frühstück ein kleiner Strandgang. So stelle ich mir das in Zukunft natürlich immer vor. Also, bis gleich. Oh Leute, ich stehe jetzt hier mitten im Sonnenaufgang.
Richtig schön. Richtig toll. So, ich gehe jetzt mal runter zum Strand. Mal gucken, ob wir hier durchkommen oder ob das alles mit Stacheldraht zugetackert ist. Dann kann man nämlich auch hier rumgehen. Gib Gas! Ich bin jetzt gar nicht so früh aufgestanden. Ich dachte, um den Sonnenaufgang zu sehen, muss man früher aufstehen. Ist aber nicht so. Wahrscheinlich, weil es auch schön Herbst ist, kann man das alles in Ruhe angehen. Ulla ist happy. Ulla isst hier irgendwann was. Ulla, lass das mal. Komm! Komm! Da braucht es keine Worte, würde ich sagen. Es ist so schön. Oh. Hier gibt es nur noch einen Kaffee. Aber den mache ich später. Es ist echt so mega. Ich höre jetzt auf zu reden und genieße einfach. So, jetzt will ich mich langsam auf den Weg wieder nach Hause machen. Ehrlich gesagt habe ich jetzt richtig Hunger und ich habe jetzt auch Lust auf einen Kaffee. Aber ich kann mich nicht so ganz losreißen von dem schönen Anblick. Es ist einfach so schön. Unsere Sonnenaufgänge, man kann das jetzt mit Kamera festhalten, aber so die Wärme, die einem so ins Gesicht steigt und die Strahlung und dieses Licht, das kann man, das muss man erleben, das kann man einfach nicht filmen. Also, kommt an die Ostsee. Und wenn ihr ganz im Süden Deutschlands wohnt, macht die Reise. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ach, herrlich. Komm. So, und jetzt mache ich mich zurück in unser schönes Häuschen. Und dann gibt es richtig cool Frühstück. Wir haben gestern richtig... Boah! Wir haben gestern richtig viel eingekauft. Und da freue ich mich. Ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee. Mal gucken, wer schon wach ist. Also, bis gleich. So, es gibt jetzt erstmal einen Kaffee. Die Familie ist noch nicht ganz so weit, das macht aber nichts. Ich war ja auch jetzt lange am Strand und die schlafen alle immer sehr gerne länger und ich nicht. Und hier ist jetzt ein stilles Wasser und Kaffee und ich habe jetzt schon so ein bisschen Brot aufgeschnitten und ja, so das ganz klassische Frühstück. Ich glaube, ich schneide mir gleich noch eine Grapefruit auf, das ist eine gute Idee. Kinder streiten ein bisschen. Muss auch mal sein, ne? Ach, bei drei Kindern ist immer viel los. Naja, jedenfalls trinke ich jetzt hier Kaffee und genieße den Morgen. So, eine kleine Zwischenmahlzeit. Es gibt ein paar Oliven und zwar schwarze und grüne. Richtig, richtig lecker. Ich habe jetzt gerade noch mal Wäsche aufgehängt und wir waren noch ein bisschen am Strand und es war richtig, richtig schön. Und jetzt sind wir im Überlegen, ob wir jetzt was zu essen machen, also Mittagessen machen, oder wir sind am Überlegen, ob wir Waffeln machen. Aber ich habe keine Ahnung. Deswegen, ich gönne mir jetzt erstmal diesen Snack. Die Kinder sind schon wieder oben verschwunden. Ach, wunderbar und so lecker.
Und ich finde es persönlich ja ein Vorteil, sich im Urlaub selber zu versorgen. Natürlich ist es immer angenehm, wenn man irgendwie ins Restaurant gehen kann oder irgendwie was gemacht bekommt, keine Frage. Aber ich finde im Urlaub auch immer sehr gut, dass man eben auch das essen kann, auf was man Lust hat. Und ich meine, wenn ich im Urlaub bin, esse ich immer das, was ich finde. Ich bin da super unkompliziert. Trotzdem merken wir, dass wir einfach super gerne kochen, dass wir gerne auch irgendwie nach... nach Lust und Laune essen, auch sehr intuitiv. Und wir mögen das total gerne. Also Selbstversorgung im Urlaub ist eigentlich kein Thema, wie gesagt, auch wenn es schön wäre. Mir ist es aber zurzeit wirklich zu nervig im Hotel oder so. Also das ist mit so vielen Personen, finde ich, zurzeit unter diesen Umständen irgendwie für mich absolut keine Erholung. Aber die Menschen sind unterschiedlich. Wer ins Hotel fahren möchte, jetzt kann das tun. Aber ich finde es eher mit vielen Kindern oder auch mit Hunden, das ist echt besser. Man mietet sich da ein Haus und auch eine Waschmaschine anstellen im Urlaub stört mich jetzt gar nicht. Viele sagen ja immer so, oh Gott, im Urlaub will ich nichts machen. Ja, klar, ist es auch schön, wenn man mal nichts macht. Aber es ist auch schön, wenn man Dinge tut, die man einfach gerne tut. Ach, und heute Morgen war so schönes Wetter. Das habt ihr ja gesehen. Und jetzt ist es nicht mehr so schön. Kommt auch so ein bisschen Wind auf, aber egal. Es gibt ja kein schlechtes Wetter. Aber wenn man von Sonnenstrahlen verwöhnt werden kann, dann ist das doch das Bessere. So, die Kinder haben jetzt Bock auf Waffeln, also kriegen sie Waffeln. Ich habe jetzt hier einen ganz simplen Waffelteig gemacht. Schreibe ich dir mal in die Infobox das Rezept. Übrigens gibt es auf meinem Kanal auch ein tolles Rezept über Kürbiswaffeln. Auch sehr, sehr lecker. Aber heute mache ich ganz normale. Wie gesagt, Rezept steht in der Infobox und das ist echt lecker. Ich mache jetzt heute Zimtwaffeln. Die sind lecker und vegan und die essen wir dann später. Ich musste schon Ulla sagen, dass sie jetzt nichts hier naschen soll. Ulla? Nein. Ulla findet es interessant, aber es wäre zu scharf. So, ich habe mir jetzt noch ein paar leckere hier Maischips genommen und ich habe hier noch eine leckere Soße. Die ist mir ein bisschen zu scharf, ehrlich gesagt, aber es geht. Also es ist so, dass ich es noch essen kann, aber wenn ich mir das irgendwie öfter aussuchen würde, würde ich die nicht nehmen, weil sie so scharf ist. Ein paar Chips habe ich hier. Ich brauche so einen kleinen Snack. Mein Mann ist gerade mit den Kindern Tischtennis spielen und ich habe richtig Hunger schon wieder. Und deswegen muss ich mir jetzt ein bisschen helfen. Hier, habe mir jetzt so einen kleinen Snack gemacht. Ich relaxe gerade so ein bisschen und dann snacke ich mal hier eine Runde. Ich könnte ja noch länger hier bleiben, sprich mein ganzes Leben. Es ist einfach so schön an der See. Und wenn man so einmal Blut geleckt hat, dann will man am liebsten gar nicht mehr zurück. Meine 6 kreativen E-Books packe ich dir mal runter in die Videobeschreibung, bevor mich mein Hund hier ins Meer zieht. Und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns in meinem neuen Video.